Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elden Ring. Wir sind hier beim letzten Mal in der Kirche der Seuche auf der Klippe oberhalb von Selya stehen geblieben. In der letzten Folge hatten wir Millicent die reparierte Nadel von Geoffrey gebracht. Und in dieser Folge werden wir uns hier oben mal umschauen, aber zunächst möchte ich mal ganz kurz an den Ort der Gnade. Wir waren ja kürzlich in der Tafelrundfeste und hatten ein paar neue Anrufungen uns verschafft und die möchte ich mal mitnehmen. Wir werden mal Folgendes machen. Wir haben ja drei Anrufungen jetzt, die wir als Offensivanrufung benutzen können und die möchte ich alle mitnehmen. Wir werden uns mal hier den blitzenden Speer einpacken. Wir werden den gezielten Blitz mitnehmen und wir hatten noch die schwarze Flamme. Ich würde sagen, die tauschen wir erstmal hier mit unserer Flammenschleuder. Ich denke, die dürften recht ähnlich sein. So, das wäre das. Die haben wir eingepackt und wir suchen uns mal ein paar Ziele, wo wir das ausprobieren können. Hier lungerte doch Globig irgendwo. Genau, da ist er. Ich habe ihn schon gesehen, rechts um die Ecke. Da läuft doch einer dieser Sprosse der Fäulnis rum. An dem probieren wir jetzt gleich mal die schwarze Flamme hier aus. Mal gucken, was die so an Schaden macht. Wenn wir mal treffen können, heißt das. Haha. So, die haben wir mit dem Pelz gebrannt. Und die auch. Nur das Jüm. Zwei Treffer und der war erledigt. Mit dem Schwert hätten wir, glaube ich, drei Treffer gebraucht. Nur das war doch schon mal ganz nett. Hat mich jetzt aber nicht begeistert. Also viel Unterschied zu unserer Flammenschleuder ist das nicht. So, wir schauen uns mal ein bisschen um. Erstmal hier in Richtung Norden. Da drüben scheinen noch ein paar Grabsteine zu sein. Und da haben wir eine Sonnenuhr. Und da dürfte höchstwahrscheinlich wieder so ein Sternlichtsplitter liegen. Den sacken wir mal kurz ein. Ja, es war ein Sternlichtsplitter. Und da drüben haben wir wieder einen Landoktopus. Vielleicht steckt irgendwas im See. Wir reiten mal ganz kurz durch. Mal gucken, was passiert. Hier passiert ja nichts. Oh, wir haben Michaelas Lilie, die ist eingesteckt. Und der Landoktopus, der scheint uns nicht wirklich bemerkt zu haben. Naja, jetzt schon. Oh, ich sehe was. Wir müssen den mal kurz hier loswerden. Das muss er jetzt gerade hier sein hier. Oder wir müssen uns mal ganz kurz um den kümmern. Ja, wieder sehr wild. Wir nehmen mal die heile Klinge. Wird halt gesessen. Mal gucken, ob wir ihn jetzt hier ausschalten können. Und wie viel er aushält. Oh ja, der hält ein bisschen mehr aus als die anderen Exemplare, die wir bisher hatten. Das war doch sehr schön. So großartig, sehr unkompliziert. Ich würde sagen, das war der sauberste Kill eines Landoktopusses, den wir bisher hingekriegt haben. Großartig. So, ich glaube, wir nehmen mal ganz kurz eine Gunst des Segens. Und jetzt hatten wir was gesehen. Genau, da drüben, da ist doch ein Hinweis auf eine Katakombe. Oha! Die Statuen blicken noch immer in die Richtung, in der die Katakombe liegt. Na gut, wir schauen uns die mal kurz an. Führer und Torwächter all jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Hier steht doch immer das Gleiche. Eigentlich ist ja dasselbe. Okay, man kommt runter an den Strand, würde ich mal behaupten. Na, das ist ja großartig. Wir kicken uns das mal aus der Richtung an. Ja, da unten muss irgendwas sein. Das ist ja sehr interessant. Da sind auch Plattformen. Da kann man sich bestimmt fallen lassen. Man muss die Stelle finden, von wo aus das möglich ist. Ach, jetzt fängt es an zu regnen. Großartig, hier sieht man ja nichts mehr. Nun gut, wir haben das entdeckt und da rechts scheint es weiter zu gehen. Oder dann blicken wir doch mal hier entlang, was wir hier finden. Wer denn? Ein Skelett finden wir. Naja, gut. Gar nicht der Rede wert. Leicht verdiente 250 Runen. Und hier ist die Welt zu Ende. Und hier gibt es noch eine Michaelas Lilie. Sehr nett. Ja, hier ist die Welt zu Ende, so wie es aussieht. Hier kommt man nicht runter. Also gut, man kommt runter, aber das ist ein bisschen schmerzhaft, würde ich behaupten, und ziemlich tödlich. Ja, gut. Nee, hier kommt man nicht runter. Wissen wir das. Ja, das ist natürlich unschön. Auch das Wetter ist sehr unschön, muss ich ja wirklich sagen. Muss ja nicht sein. So, wir steigen heute auf Sturmwind und kicken uns hier oben noch ein bisschen weiter um. Wir werden mal hier die Klippe oder hier die Gegend erkunden und das hier noch einsacken. Das war noch ein Eierstock des Landoktopus, den wir gerade erledigt haben. Ganz vergessen, den einzusammeln. So, da ist wieder die Kirche. Wir brauchen noch ein Ziel. Ich glaube, wir haben ein Ziel. Moment, wir wollten doch die Anrufungen ausprobieren. Da sind doch die Kleinen hier. Sicherlich genau das Richtige für. Wir fangen mal mit dem blitzenden Speer an.
Das war, glaube ich, der gezielte Speer, also der gerade schießt. Das war schon ein bisschen imposant und der andere hat auch Schaden genommen. Ich nehme mal an, bedingt durch das Wasser, in dem er sich befindet. Gut, wir probieren mal den gezielten Blitz aus. Ja, das war nicht verkehrt. Aber ist gleich mir gefallen. Da sehen wir ja nicht, wie viel Schaden das so wirklich anrichtet. 515 waren das jetzt. Und wir haben keine FP mehr. Wir probieren das nochmal. Ja, nett. 52 Runen für im Prinzip nichts tun. Wie viel FP haben wir noch? Das geht eigentlich. Scheint recht effizient zu sein. Jetzt würde ich mal sagen, so von dem, was wir gerade gesehen haben, gefällt mir der gezielte Blitz ganz gut. So, wir kicken uns mal weiter um. Unser FP müssen wir ja hier nicht, naja, sinnlos rausschmeißen. So, da sind noch mal ein paar Grabsteine. Ich denke, wir können uns eigentlich sparen. Ich denke, wir werden hier gleich Skelette haben. Naja, wir werden es gleich rausfinden. Ja, ich sag's doch. So, was haben wir denn da? Oh, der hat einen Umhang. Nehmen wir mal eine heilige Klinge. Da kommt noch so einer mit Umhang. Ein Krieger. Und was war das andere? Irgendwas mit Schild, vielleicht ein Ritter. Der Umhang erinnert ein bisschen an die verbannten Ritter. Mal gucken, ob hier noch was auftauchen möchte. Sieht erstmal nicht so aus. Naja, wir sind mal vorsichtig. Genau das Richtige. Noch so ein Kamerad. So, der ist erledigt. Möchte noch wer? Ja. Wir wollen alle eine Packung. Ist in Ordnung, können wir machen. Da ist der Nächste. Ja, ich würde sagen verbannter Ritter. Aber halt ein Untot. Und ein Ambusschütze. Na, sehr nett. Und wir haben eine Flaschenaufladung erhalten. Großartig. So, ich würde sagen, wir schauen uns hier mal ganz in Ruhe um. Vielleicht finden wir ja noch ein paar nette Skelette, die sich von uns exorzieren lassen möchten. Und sieht erstmal nicht so aus. Da hinten sind auch noch Grabsteine. Und hier sind noch weitere Skelette. Sehr hübsch. Ja, die würde ich hier mal als Ritter einstufen. Ach, die können aber auch nicht. Na, Judim, Opus 171 Runen. Und da vorne, da liegt was. Und ich glaube, da steht einer. Moment mal. Ja, da steht einer. Das ist doch ein Zauberer, würde ich sagen. Mal gucken, was der kann. Oh, der ist aber groß. Das soll er nicht machen. Oh, der holt den Hammer raus. Na, das war ja interessant. Das war irgendwas Besonderes. So, Skelette haben wir nicht. Das ist sehr gut. Und was hat der Überrest für uns? Zweimal Bestienblut. Gut, das hat sich jetzt nicht so gelohnt. So, wir schauen uns mal um. Da hinten ist ein Geisterwirbel. Der führt weiter nach oben. Oha. Ich glaube, den benutzen wir mal nicht. Ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verorte. Ja, okay, hier sehen wir eigentlich nicht auf der Karte. Hier im Norden. Hier müsste ja Greywoods Drachenhügel liegen. Genau, das ist ja auch ein Teil von Caelid, aber das ist die höherstufige Zone. Gut, ich glaube, dann sollten wir das unterlassen, den zu benutzen. Deswegen gibt es hier oben noch was. Wir schauen uns mal ganz kurz auf dem Rücken von Sturmwind um. Mal gucken, ob uns noch irgendwelche Skelette ans Leder wollen. Ja, sieht erstmal nicht so aus. Wir blicken uns mal kurz um. Hier ist die Welt zu Ende. Da unten ist wieder der Hinweisgeber. Gut, haben wir gesehen. Hier scheint es nicht weiter zu geben. Doch. Na natürlich, hier gibt es noch Skelette. Hier unter dem Baum lungern. Oh, sind ja ein paar mehr. So, das Ding ist erledigt. Aha, wir haben drei Krieger hier. Und die sind auch schon erledigt. Nee, wir haben noch einen Ritter. Auf jeden Fall eben mit Schild. Die halten ja nur wirklich ja nicht aus. Naja, so kann man seine Runen auch machen. Jetzt haben wir 38.000, das ist ja nicht verkehrt. Ich glaube, wir sind kurz vor dem Stufenanstieg. Mal gucken, ob hier noch irgendwo ein Skelett aus dem Boden aufstehen möchte. Sieht mir so aus. Gut, hier sind doch keine Grabsteine. Aha, die lungern noch unter den Bäumen. Oder liegen unter den Bäumen. Muss doch nett. Hier wurde eh noch unter dem Baum begraben. Ja, das kann man sich doch wünschen, soweit. So, ich glaube, wir haben erstmal Ruhe. Und wir schauen mal ganz kurz in den Status. Uns fehlen 800 Runen rund. Na, im schlimmsten Fall machen wir eine kleine goldene Rune auf. Das ist ja kein Problem. Oder wir machen was anderes. Ich würde sagen, hier oben sind wir fertig. Ich habe jetzt nicht weiter gesehen.
Ich hoffe, wir haben uns hier gründlich in die Runde geschaut. Da unten ist die Kirche und wir hatten nur noch vor der Kirche die zwei Sprösslinge der Fäulnis stehen. Genau, an denen wir machen nochmal die Anrufung ausprobieren. Diese Blitzanrufung. Ich würde gerne den injizierten Blitz nochmal ausprobieren. Ah, wir sind mal vorsichtig. Wir nehmen am besten auch eine Gunst des Segens. Wir haben zwar das Schild in der Hand, aber naja, wir bleiben mal vorsichtig. Das bewahrt uns vor unangenehmen Todesfällen. So sieht es gut aus. So, na dann probieren wir das jetzt mal aus. Mit dem jetzt hier ein Blitz, wenn die ein bisschen mehr HP haben als die kleinen Landoktopusse. Mal gucken, wie weit der reicht. Oh, das sieht gut aus. Oh, kann man schön schnell hintereinander abfeuern. Ja, das war recht beeindruckend. Die gefällt mir. Machen wir gleich nochmal. Oh, die haben ja keine Chance. Aber das zieht ordentlich an den FP. Aber nun, okay, kein Problem, wenn man eine Flaschenbeladung kriegt. So, ich glaube, wir haben hier noch Ruhm für einen Stufenanstieg. Können wir die gleich nochmal machen. Na, das war ja was. Sehr schön. So, wir gehen mal in die Kirche wieder rein. Setzen uns ganz gemütlich an den Ort der Gnade und machen einen weiteren Stufenanstieg. So, dann investieren wir erneut in Kondition. Wir sind Stufe 82 und haben noch gute 400 Runen übrig. So, na, dann schauen wir mal, ob wir jetzt den Leidenschutz der verwandten Ritter anlegen können. Ohne, dass wir eine große Last haben, versteht sich. Nein, wir brauchen noch einen Stufenanstieg. Na, das ist ja nicht so schön. Wir schauen mal ganz kurz in unsere goldenen Runen rein. Na, da haben wir nicht mehr so viele. Nee, das lohnt sich nicht, beziehungsweise das reicht nicht. Also lohnt sich schon, dass wir die Runen haben. Aber, naja, gut. So, das wäre das. Wir nehmen mal das Schwert wieder in die Hand und werden uns um die zwei hier nochmal kümmern. Machen wir ein paar Runen, ganz entspannt hier. So, der Ehen ist erledigt. Oh, jetzt ohne Anrufung. Der soll uns mal nicht stechen, das muss ja nicht sein. Wir nehmen mal die heile Klinge. Sollte gleich erledigt sein. Jetzt kommt er mit seinen Spinnenweben. Er hängt sich fest. Na, wo will er denn hin? Oh, hoch erledigt. So, wir haben eine verblasste Erdenblattblume und noch eine. Gut. So, ich glaube, wir können uns den unteren Teil der Klippe anschauen. Wir hatten ja von oben schon eine Fledermaus hier sehen. Also können wir mal hier runter reiten und uns das hier angucken. Was sitzt da? Ah ja, klar, Fledermaus. Das sind Harpien. Dann müssten wir hier ein paar Harpien haben. Ich sehe drei. Gut, die waren ja nicht ganz so angenehm. Wir geben uns erstmal eine Gunst des Segens. Und ich würde sagen, da vorne sitzen zwei zusammen. Da bimmeln wir uns mal eine ran. Mal gucken, was die so aushalten. Geizen wir mal nicht mit dem FP. Boah, mal gucken, was passiert. Oh, dann macht die Glocke nicht allzu viel Schaden. Gut, das können wir uns bei den Globik sparen, bei den Harpien. Die halten ja auch ein bisschen mehr aus. Mal gucken, ob die jetzt alleine kommen möchte. Sieht nicht so aus. Die sind auf ihr weg. Aha, jetzt kommt sie. Hat sie noch einen Treffer gefangen, steht vor uns. Macht einen Giftangriff. Das ist nicht so schön. Jetzt sind wir vergiftet. Ich sage ja, das wäre ja schön. Aber ja, kein Problem. Wir nehmen eine Flamme, heile mich. Ja, kein Thema. Und was hat die HP für uns? Eine goldene Rune Stufe 9. Großartig. Mehr davon bitte. Mal gucken, ob die da auch eine goldene Rune Stufe 9 für uns hat. Jetzt ist die ja alleine. Jetzt solltet ihr nicht bekommen. So, die hat sich die heilige Klinge gefangen und ist erledigt und hat Hochfahrt für uns. Auch eine goldene Rune Stufe 9. Großartig, sehr, sehr schön. So, dann schauen wir uns hier mal um. Also, hier hängen auf jeden Fall ein paar Fledermäuse rum. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Gut, ich glaube, da bilden wir auch einfach mal. Wer weiß, wie viele da sitzen. Zweimal? Ne, machen wir mal dreimal. Okay, dreimal reicht. Sehr schön. Na, dann machen wir mal so weiter. Ach, das ist auch noch eine. Ach, wir haben keine FP mehr. Das ist natürlich unschön. Ja, heilige Klinge bräuchten wir sowieso. Und FP ausgeben müssten wir sowieso, wenn wir die Fledermäuse da runterholen wollen. Dann bimmeln wir uns jetzt hier einfach mal durch die Gegend. Ja, gerade den Runenbuff, das ist natürlich sehr nett. Dann sollten wir uns mit dem Bimmeln beeilen. Also, das macht auf jeden Fall Spaß. Da sollten wir auch noch die Anrufung ausprobieren. Das wäre natürlich auch noch eine Variante. Also sprich den gezielten Blitz. Der gefällt mir sehr gut.
Auf jeden Fall von den drei Anrufen würde ich sagen, der praktikabelste. Mal kicken. Hat der ja wirklich nicht so eine hohe Reichweite, wa? Ich probiere es mal aus. Was passiert, wenn wir jetzt da oben die Fledermaus blitzdingsen? Ja, nichts passiert. Ich glaube, wir sind zu weit weg. Die sitzt zu weit da oben. Nun gut, dann bimmeln wir halt. Auch kein Problem. Das hat er gesessen. So, die ist glaube ich erledigt. Also, diese Geisterglocke ist toll. Das wird langsam mein Lieblingsspielzeug hier. So, schauen wir uns mal weiter um. Hier nochmal ganz kurz Kubik hier lang. Ja, das ist die Stelle, die wir Glück von oben hier sehen haben. Und da sitzt eine Fledermaus. Um die kümmern wir uns ganz kurz. Klassisch. Also sprich mit der Einklinge. Hat die was für uns? Nö, schade eigentlich. Da ist Schloss Rotmehl. Das ist ja großartig. Ja, das müsste doch die Stelle sein, auf dem hier Mehlde. Nee, hier fehlt der Bogen. Ich glaube, wir sollten uns die Mehlde nochmal anschauen. Gehen wir ganz kurz ins Inventar. Ich hoffe, wir erleben jetzt keine böse Überraschung. Genau, da waren doch Bögen im Vordergrund. Oh, und Schloss Rotmehl ist deutlich kleiner. Nee, ich glaube, wir müssen weiter weg dafür sein. Das ist nicht die richtige Stelle hier, glaube ich. Ich glaube, der Bogen, der da zu sehen war, auf dem wir Mehlde, müsste der vielleicht so eher sein. Nee, hier sind wir falsch. Also so viel ist, glaube ich, zu erkennen. So, wir kicken mal, was dieser Überrest für uns hat. Giftfett mit Kordel dreimal. Kannten wir noch nicht, ist nett, brauchen wir jetzt mal auch nicht unbedingt. So, wir schauen mal, vielleicht kann man sich hier ja auch irgendwo fallen lassen. Wirst du doch zujahren, wie man da runterkommt. Also hier glaube ich nicht. Nun gut, wir werden es rausfinden. Da drüben sind auf jeden Fall Plattformen oder, naja, Ebenen, sagen wir mal so. Wer weiß. Ich möchte das jetzt nicht ausprobieren. Wir hatten ja außerdem Fledermäuse. Da drüben sitzt am Rand eine Harpie. Das ist natürlich unschön. An Kanten kämpft man nicht. Das hat der Vulkaner gesagt. Ganz schön windig hier. Naja, wir schauen uns mal weiter um. Wir blicken mal nach oben, so gut es geht. Da hängt eine Fledermaus. Naja, die können wir auch glaube ich ganz regulär machen. Ich glaube, da brauchen wir noch nicht mal die heilige Klinge für. Genau. Sparen wir uns die FP. Die Harpie hat uns gesehen. Ja, ganz eindeutig. Die sollten wir mal erledigen hier, bevor sie sich irgendwas Komisches einfallen lässt. Okay, wir haben eine Harpie und wir haben drei Fledermäuse. Das ist ja unschön. Die sollen sie mal nichts einfallen lassen hier. Mit Harpien und mit, naja, vor allem mit Fledermäusen haben wir ja so unsere Erfahrungen. Und wir ziehen uns mal kurz zurück. Das muss ja jetzt hier nicht sein. So, wir nehmen mal alle Kinder. So, eine Fledermaus weg. Die Harpie kommt auf uns zu, ist hier ein Schild gesprungen und erledigt. Großartig. Wo ist die andere Fledermaus? Da. Hoch gegen Schild. Großartig. Sehr schön. Und wir haben nochmal eine goldene Rune Stufe 9 gefunden. Na, das läuft doch. Und wir haben eine Flaschenluftladung erhalten. Sehr, sehr schön. So, haben wir noch eine Fledermaus da oben irgendwo. Ich bin nur vorsichtig. Und die unterschätzen wir nie wieder. Nachdem die uns mal umgebracht haben. Das muss ja nicht sein. Da vorne sitzt oben noch eine Harpie, da links auch. Ach, das ist die an der Kante. Na, wir nehmen mal ganz kurz ein Stückchen aus den Himmelstränen. So viel Zeit muss sein. Und ich glaube, bei der versuchen wir mal einen Backstep-Angriff. Nie, wir erledigen erstmal die Fledermaus hier. So, die ist erledigt. Die hat das mitgekriegt. Schade eigentlich. Wir nehmen mal die heilige Klinge. Oh, wir ziehen jetzt mal kurz zurück. Wir vergiften uns nämlich gerade. Das muss ja jetzt ja nicht sein. Wir sind nicht vergiftet, das ist sehr schön. Na, das ist ja nicht so toll, was jetzt hier passiert ist. Wir nehmen meine Flamme heile mich. Und ich glaube, wir springen mal weg. Die greift uns doch jetzt hier an. Das muss ja nicht sein, wir haben nämlich den Schwert in der Hand gehabt. Die soll man nicht brüllen, mag ich ja nicht. Angebrüllt werden werde ich nicht gerne. So, die Fledermäuse da hinten haben sie noch bewegt, die Toten. Ziemlich windig hier die Ecke. Und hatte die jetzt was für uns? Das hat gar nicht aufgepasst. Hatte die auch eine goldene Rune Stufe 9 für uns? Naja. Wir werden es rausfinden. Ich glaube, die werden wir uns bald öffnen. So, da ist noch eine Harpie. Ich staune, die singen hier ja nicht. Mal gucken, ob die liegen möchte. Nee, die möchte fliegen. Naja, gönnen wir ihr das. Wir nehmen nochmal die heilige Klinge. Wir haben es ja. Und die ist erledigt. Zwei heilige Klingen und das ist gelaufen. Sehr schön. Und wir haben noch mal eine goldene Rune Stufe 9 gefunden. So haben wir noch mehr Fledermäuse. So langsam reicht's. Da ist eine. Gut, wir nehmen wieder die heilige Klinge. Die ist viel zu hoch für was anderes. Geht außerdem schneller als mit der Geisterglocke. Und wir haben eine Flaschenaufladung erhalten. Großartig. Dann können wir mal eine Gunst des Segens nehmen. Da haben wir sie auch schon.
Da sitzt noch eine Fledermaus. Um die kümmern wir uns gleich und dann können wir uns da oben auch den Überrest holen. Na, dann Schwert wieder rausgeholt und da hochgesprungen, würde ich sagen. Machen wir das einfach, ohne dass wir jetzt die heile Klinge verwenden. Die Fledermaus ist ein bisschen langsam, ja, kein Problem. Wir kriegen einen schönen Überblick über den Strand und wir haben hier eine goldene Rune, Stufe 5. Sehr schön. Haben wir gerade Ruhe? Sieht so aus. Ah, wir sind ganz oben. Das ist großartig. Da hinten ist der Steingräber-Troll, der die Töppe schmeißt. Ich glaube, das werden wir gleich unterbinden hier. Bei dem würde mich ja mal interessieren, ob der... wir machen erstmal hier die Fledermaus weg. Oh, Ruhen können wir immer hier brauchen. Wir haben wieder eine Flaschenaufladung erhalten. Ich glaube, dann sind wir jetzt erstmal mit dieser Fledermauspassage hier fertig. Das war ja sehr interessant. Ja, was wollte ich gerade sagen? Bei dem würde mich interessieren, ob der wiederkommt, wenn man ihn erledigt. Das ist ein besonderer Steingräber-Troll, würde ich sagen. So, schauen wir mal. Was haben wir jetzt an Runen? 5000, nicht der Rede wert. Wie viel goldene Runen der Stufe 9 haben wir denn jetzt hier gemacht? Gucken wir mal ganz kurz. 5. Das ist großartig. 3800, sprich, das sind 19.000 Runen. Ich glaube, wir kriegen noch einen zweiten Stufenanstieg in dieser Folge hin. Ha. Was haben wir da vorne? Halbmenschen. Na, das ist ja sehr interessant. Gut, wir haben Halbmenschen. Und rechts ist das Tor von Selja. Wir gehen erstmal... Oh, da drüben ist auch ein Wachturm. Ich glaube, man kommt durch das Tor darüber. Da ist auf jeden Fall ein Eingang. Gut, dann machen wir das zuerst und gehen uns das anschauen. Ja, das erinnert sehr an das Sturmtor hier. Da waren wir ja auch drauf damals. So, dann gucken wir mal. Hier ist keiner. Da hinten liegt was. Das ist doch eine Falle. Moment mal. Wir geben uns erstmal eine Gunst des Segens. Also respektive, was heißt hier Falle? Da wird garantiert uns irgendwer auflauern. Wir halten mal das Schild vor uns. Und schauen uns mal ganz vorsichtig um. Hier ist keiner. Da ist ein Überrest. Da steht keiner. Das ist verdächtig. So, wir kicken mal. Mal sehen, ob irgendwas passiert jetzt. Wir haben Seuchenbolzen gefunden, 20 Stück. Sehr nett, können wir brauchen für unsere Abos. Die ist nicht. Moment, hier ist was zu hören. Ich sag doch, hier ist was zu hören. Schritte waren zu hören. Und wir hatten so einen Kampfmagier mit einem viel zu großen Schwert und noch eben. Und wir haben da was rechts von uns. Noch einer, der zaubert. Aber es sieht aus, wenn es eine Gunst des Segens hier eben haben. Ja, das Tor zur Stadt Selja, der Stadt der Zauberer, klar. Die haben hier oben ein paar unsichtbare Zauberer abgestellt. So, ich hoffe, wir haben jetzt Ruhe. Gut, wir haben gerade eine Flaschenaufladung erhalten. Dann schauen wir uns diesen Überrest hier mal an. Eine goldene Rune Stufe 4. Großartig. Sehr, sehr schön. So, und wir sind hier drüben jetzt. Da ist der Wachturm. Da oben scheint keiner zu stehen. Keine Ballista, kein Bogenschütze, nichts. Und keine Rasenflamme. So, dann schauen wir uns hier mal um. Ist hier überhaupt irgendwas außer Schafen? Nö. Scheinbar nicht. Gut, wir blicken mal uns kurz um. Vielleicht liegt der hier irgendwo was nettet. Sieht nicht so aus. Nö, hier ist irgendwie ruhig. Das ist merkwürdig. Hier passiert doch gleich irgendwas. Moment. Was ist das hier? Ey, drei Böcke, die uns angreifen. Das muss ja nicht sein, Jungs. Lasst das mal. Ich hab euch nur steht an. Das hatten wir ja lange nicht. Die machen auch keinen Schaden. Aber sind aggressiv. Na, das ist ja großartig. Und wir haben dünne Bestienknochen gefunden. Ja, haben die uns hier mit ihren Hörnern schubsen wollen. Das war ja lustig. So, die anderen hauen ab. Ach, die haben keine Hörner. Weibchen und Männchen. Die Männchen greifen an mit ihren Hörnern und die Weibchen hauen ab. Alles klar, das war mir noch nie aufgefallen. Das ist ja sehr interessant. Ah, so kann man die unterscheiden. Also, wie gesagt, mir noch nicht, waren davon zwei Typen hier. Aber die Hörner waren doch eben sehr, sehr markant hier bei den dreien. Gut. So, die haben wir ausgeschaltet. Aber, ich sag's nochmal, das hier ist hier zu verdächtig ruhig. Also Schafe sind's ja nun nicht. Und da oben, da ist keiner. Irgendwas passiert hier gleich. Moment mal, der Turm hat keine Leitern. Da drin sind keine. Okay, hier passiert gleich was. Wir geben uns schon mal eine Gunst des Segens. Auf jeden Fall liegt da vorne irgendwas, das wir einsammeln können.
So, wir sind mal vorsichtig. Was passiert jetzt hier? Fledermäuse? Nee? Okay, wir haben einen Bluthundritter. Der kriegt mich mit. Ach, das ist natürlich wieder großartig. Und wir haben den Sumpfaussichtsturm entdeckt. Der ist aber flink. Ja, okay, das sind wir ja eigentlich gewöhnt. Mal gucken, ob wir oben mal zum Zuschlagen kommen. Na, nicht so wirklich gut. Ja, die sind ziemlich flink, die Jungs. So, mal sehen, ob er die heilige Klinge fangen möchte. Ja, hat er gefangen. Sehr schön. Wir haben einen Blutverlust. Das ist nicht so schön. Wir nehmen mal ganz kurz ein Schlückchen. Und lassen den mal kommen hier. So, wir nehmen mal die heilige Klinge. Na, wir hauen mal zu einfach. So, erledigt. Mann, macht der einen Wirbel. So, wir haben eine Flaschenaufladung erhalten. Und der ist erledigt. Sehr, sehr schön. Viele Runen hat er aber nicht gegeben. Schade eigentlich. So, kicken wir uns mal den Turm an. Gibt es wirklich keine Leitern. Aber da gibt es hier einen Kerker im... Was war das jetzt? Schauen wir mal ganz kurz. Im Sumpfaussichtsturm. Können wir hier das aufsperren? Ja. Gucken wir mal, was dieser Überrest für uns hat. Ewige Finsternis. Das war eine Zauberei. Die schauen wir uns gleich mal an. Da sind die Zaubereien und da ist die ewige Finsternis. Dazu heißt es hier, erzeugt einen dunklen Raum, der Zauber anzieht. Klingt wie ein schwarzes Loch für Zaubereien. Also quasi so eine Art Abwehrzauber, würde ich jetzt mal sagen. Gut, haben wir gesehen, ist eingesteckt. Und ich glaube, dann sind wir mit dem Aussichtsturm auch schon fertig. Geht's hier noch irgendwo weiter? Sieht nicht so aus. Ich glaube, das ist jetzt die äußere Klippe sozusagen hier von Selja. Apropos Selja, da unten ist Selja. Schade, dass es so neblig ist. Ah, sehr interessant. Da haben wir das Herz der Fäulnis. Da unten ist auch der Ort der Gnade zu erkennen. Da waren wir ja auch erst kürzlich. Da hinten ist Festung Giel, Schloss Sturmschleier ist zu sehen, der Heiligturm von Nimgrave, der, wie ich sage, Heiligturm von Caelid. Gut, schöner Ausblick, aber hier scheint es nicht für uns zu geben. Nö, hier ist die Welt zu Ende. Wir blicken mal ganz kurz noch hier runter. Ganz vorsichtig. Oh. Kommt man hier runter? Nein, nicht wirklich. Das wäre jetzt noch, wenn hier irgendwas in den Ästen liegen würde. Nee. Also, selbst wenn, dann lassen wir halt liegen. Also, das muss ja nicht sein. So, wir steigen mal auf Sturmwind. Ich glaube, hier sind wir fertig. Also, ihr habt es nicht weiter als Böcke, einen Bluthundritter. Und eine Zauberei, die wir nicht brauchten. Naja, und einen netten Ausblick. So, ich glaube, wir können noch mal durch die Tour zurückreiten. Und dann räumen wir das hier noch komplett ab. Also diese, naja, Hochebene hier, die wir hier haben. Oder diese Klippe. Also sprich, wir werden uns mal ganz kurz da um die Halbmenschen kümmern. Die sollten ja schnell erledigt sein, nehme ich mal an. Ja, die halten ja durchaus. Ich staune nur, dass wir hier in Caelid auch mal Halbmenschen haben. Die sind genauso wie immer. Ach nee, die schmeißen das auch schon mit Feuer. Gut, oh, bloß gut, dass wir sie mal angetestet haben. Mal gucken, was wir von denen noch so erleben werden an Fähigkeiten. Naja, viel können sie nicht. So, wir können ein bisschen was einsammeln. Einen schwerenden Schmetterling, der hat was zurückgelassen. Eine Keule und ein Ruinenfragment haben wir gefunden. Ja, und wir können hier ein paar schwerende Schmetterlinge einsammeln. Falls wir uns mal ein paar Feuerbolzen oder Feuerpfeile oder ähnliches herstellen wollen. Naja, nehmen wir sie mit, nachdem wir uns das hier schon frei gekämpft haben. Und dann ist ja eigentlich nichts mehr übrig, außer da drüben der Steingräber-Troll, der die Töppe schmeißt. So, und das wollen wir jetzt mal unterbinden. Also sprich, wir wollen mal zu ihm rübergehen, kicken uns aber mal um, ob hier noch irgendwas ist. Sieht erstmal nicht so aus, bisschen leer hier oben, muss ich mal sagen. Mal kicken, ob hier noch irgendwas liegt. Das ist nur eine komische Wurzel. Ne, hier liegt scheinbar nichts. Gut, dann können wir uns wohl mal um den Steingräber-Troll kümmern gehen. So, wir haben uns nochmal eine Gunst des Segens gegeben. Übermütig werden wir nicht. Der kriegt scheinbar nichts mit. Dann machen wir das wirklich mit dem Schwert der Nacht und der Flamme. Wir schleichen uns mal an und eröffnen den Spaß hier mal mit einer Flammenwelle. Mal gucken, was passiert und wie viel Schaden der nimmt. 1270, das ist doch nett. So, wir nehmen mal da die Klinge. Und war voll vor Knie, der kommt auf uns zu, stampft wie immer auf und wir versuchen mal an ihn ranzukommen und ihn zu erledigen. Der soll uns mal durchlassen. Was macht er jetzt? Ach, der hat sein Schwert wieder gezogen. Ja. Schade eigentlich.
So, wir nehmen nochmal die halbe Klinge, bevor die abläuft. Was macht er jetzt? Ein Sprungangriff. So, mal gucken, ob wir ihn jetzt erledigen können hier schnell, bevor er zutritt. Nein, leider nicht. Jetzt kam er mit dem großen Schwertangriff. Der randaliert hier und zerstört seine Munition. Muss auch mal aufhören. So, hat Uffi gehört. So, der liegt am Boden. Sehr, sehr schön. So, wir haben wieder Ruhe. So, jetzt können wir mal da runter blicken. Ja, jetzt würde mich wirklich interessieren, ob der wiederkommt oder nicht. Naja, auf jeden Fall hat man hier wirklich guten Ausblick da unten auf die Straße und den Tor von Selja. Moment mal. Da drüben haben wir Grabsteine. Das ist ja großartig. Da unten war doch auch irgendwo ein Ort der Gnade. Ja, wir müssen sowieso runter. Wir wollten ja noch zu Govri, oder wir müssen jetzt sicherlich zu Govri zurück, um unsere Belohnung abzuholen. Na, dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal da rüber und springen da einfach runter. Da drüben geht es. Oder da. Wie immer da rüber, glaube ich. Und suchen uns einen Weg da runter. Und dann gehen wir mal an den Ort der Gnade und gucken mal, ob der Steingräbertroll wiederkommt hier. Ich hoffe ja nicht. So, da ist auf jeden Fall eine Libelle da unten. Ich hoffe, wir kriegen mit der keinen Stress. Oder wir müssen die nochmal blitzdingsen. Wie wird denn damit? Wir probieren das mal aus. Sehr schön. Hat geklappt. Na, dann lassen wir uns hier mal fallen, ganz vorsichtig. Wir können den Kopf einsammeln und unseren Weg nach unten fortsetzen. Wir müssen, glaube ich, dahin. Ja, kein Problem. Ich glaube, wir können auf Sturmwind steigen und uns jetzt hier fallen lassen. Ja, überlebt, das ist sehr schön. Den Überrest hatten wir geplündert. Da ist noch eine Libelle. Aber jetzt brauchen wir nur eins. Wir brauchen jetzt einen Ort der Gnade. Der war hier irgendwo. Der vom südlichen Sumpfufer. Der muss hier irgendwo sein. Hier nicht. Na, wir schauen mal. Da ist er. Sehr schön. Wieder gefunden. Jetzt schauen wir mal ganz kurz nach unseren Runen. Wir haben 8700. Ich glaube, wir kriegen noch einen Stufenanstieg hin. Also sehen wir mal ganz kurz ins Inventar. Wir hatten doch jetzt einiges an goldenen Runen gefunden. Wir hatten ja auch die 5 goldenen Runen der Stufe 9. Das sind alleine 19.000, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja, das waren 19.000. Wir machen mit dem Öffnen der Runen mal weiter. Dann kriegen wir jetzt tatsächlich noch einen zweiten Stufenanstieg in dieser Folge hin, würde ich behaupten. Machen wir uns die der Stufe 5 auf. Auch nochmal 1600. Kleinvieh macht auch Mist, würde ich sagen. So langsam ist eine goldene Rune der Stufe 5 auch nichts Besonderes mehr. So, dann machen wir als nächstes mal die hier auf, die der Stufe 4. Ich finde die ja ein bisschen umständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, so ist es halt. Dann machen wir mal mit den goldenen Runen der Stufe 3 weiter und nutzen einfach alle. Na, ich weiß ja nicht, ob wir überhaupt hinkommen. Das sieht jetzt beinahe so aus, als wäre das ein bisschen knapp. 33.000. Das könnte tatsächlich etwas sehr knapp sein. Aber wir haben ja noch unsere kleinen goldenen Runen. Die sollten wir auch nicht unterschätzen. Das sind immerhin 46. So, jetzt öffnen wir uns noch die der Stufe 2. Wir müssen ja hier nicht rumliegen, die goldenen Runen. Uns fehlen jetzt noch ein paar. Mal gucken, ob wir hinkommen. Das sollte möglich sein, denke ich. Uns fehlen, na sagen wir mal, 4.000. Das ist in Ordnung. Da kommen wir hin. Dann brauchen wir ja bloß 20, ich glaube 19 der Stufe 1. Also wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, müssten 19 reichen. Schauen wir mal. Wir haben 40.387 Runen. Und damit haben wir 2 Runen mehr, als wir brauchen. Das ist ja großartig. So, wir setzen uns mal. Und machen einen zweiten Stufenanstieg. Natürlich.
investieren wir wiederum in Kondition. Und dann haben wir noch 2 Runen übrig und sind Stufe 83. Großartig. So, und jetzt schauen wir mal als erstes, ob der Troll wieder da ist. Ich glaube nicht. Moment. Wir reiten mal ein bisschen näher. Nee, der war einmalig. Der ist offensichtlich für immer besiegt. Sehr schön. Gut, wir kehren zum Ort der Gnade zurück. Und jetzt möchte ich noch eins ausprobieren. Das wäre jetzt ein krönender Abschluss für diese Folge, wenn wir jetzt den Beinschutz der verbannten Ritter anlegen können. Schauen wir mal, ob das jetzt endlich möglich ist. Ja, wir können den Beinschutz der verbannten Ritter anlegen und haben nur eine mittlere Last. Sehr, sehr schön. Großartig. So, dann rasten wir nochmal ganz kurz. Und dann soll es für heute auch gewesen sein. Wir haben uns die Klippe oberhalb von Selja angeschaut. Und ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es hier dann weitergeht mit Elden Ring. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.